Ja, hallo, grüß euch. Heute noch mal ganz kurz ein Ergänzungsvideo zu meinem letzten Video, die drei größten Fehler im B2B-Neukundengewinnung, beziehungsweise mit dem Showcase, Use Case, das ich da gezeigt habe, Adobe Signature. Und dort habe ich ja die sozusagen die, ja, die Steps von Cold Call über Discovery Call und so weiter bis hin zum ersten Workshop hier aufgelistet gehabt. Das ist natürlich in der Reihenfolge, weil ich das gefragt worden bin, in der Reihenfolge nicht immer so. Also das heißt, es kann auch mal andersrum sein. Position 3 und 4 können auch mal verkehrt herum sein. Das hängt natürlich von Einzelfällen ab. Das heißt, es kann eine Produktdemo geben, durchaus. Häufig zum Beispiel bei sehr stark standardisierten Produkten. Softwareprodukten. Das kann ein Enterprise-Produkt sein, es kann aber auch ein Mittelstandsprodukt sein oder beides. Denn hier brauche ich nicht so viel Informationen vom Kunden, so viel detailliertes, individuelles Wissen, um eine Produktdemo quasi hier durchführen zu können. Das heißt, ich kann die Produktdemo auf Position 3 durchaus durchführen und dann erst in den Deep Dive gehen. Das heißt, eine Produktdemo mit zum Beispiel irgendwelchen Beispieldaten. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel kurz ein Tutorial mache über Pipedrive oder HubSpot oder irgendwelche CRMs oder E-Mail-Marketing-Tools wie Clear Swift oder Clicktip und so weiter, dann ist es immer so, dass man letztendlich dort häufig Beispieldaten drinnen nur hat, ja, oder zum Beispiel auch Google AdWords oder sowas, ne? Aber man will ja natürlich nicht mit den Daten als Use Case dort und das dann sozusagen veröffentlichen. Und genauso kann man das dann natürlich auch machen. Das heißt, eine Produktdemo ist natürlich auch standardisierbar. Häufig ist es aber so, dass bei komplexeren Situationen, also sagen wir mal auch meistens bei größeren Firmen und wo halt einfach sehr viel individuelle, ja, Probleme sind, Herausforderungen, sagen wir es mal so, wo dann auch sehr viel Customizing betrieben werden muss, also mit anderen Worten einfach auch sehr viel Entwicklungsarbeit reingesteckt werden muss, man nicht einfach so eine Lösung kauft und dann einfach standardisiert zu 80% einsetzen kann. Macht es allerdings Sinn, dass man es eben so rum macht, dass man sagt, okay, wir tauschen erst NDAs aus und so weiter und schauen uns erstmal mit unseren Consultants auf Dienstleisterseite die ganzen Anforderungen an und dann gehen wir in den Deep Dive und besprechen da nochmal ganz konkret, was sind so die Anforderungen aktuell und die Herausforderungen, die auch die Erwartungshaltung an so eine Produktdemo. Ja, also das ist austauschbar, 3 und 4. Sehr stark austauschbar und dann kommt, wenn man sich dann geeinigt hat, dass man weitergehen will, dann kommt meistens der erste Workshop und der erste Workshop, das kann 4 Stunden nur sein oder 5, ja, ein halbes Tags-Workshop, das können aber auch 2 Tage sein, das kann ein unbezahlter Workshop sein, es kann aber auch ein bezahlter Workshop sein. Es hängt immer ein bisschen von den Einzelfällen ab, wie die Strategie des Dienstleisters eben ist. Und oder des Produkt Softwareherstellers mit anderen Worten, wie sehr er zum Beispiel auch einen Kunden, wie stark er daran interessiert ist, einen Kunden bestimmten Kunden zu gewinnen. Da kann er natürlich dann auch sagen, okay, ich mache den ersten Halbtags-Workshop erstmal gratis. Es gibt viele Dienstleister, die bieten für bestimmte Perioden während des Jahres grundsätzlich kostenlose Workshops an, da ist man natürlich immer, hat natürlich immer zwei Vor- und Nachteile, so wie alles immer Vor- und Nachteile hat bei kostenlosen Workshops. Natürlich sagen dann vielleicht mehr Kunden oder Firmen, noch nicht Kunden, potenzielle Kunden, Interessenten zu, ja, weil es eben kostenlos ist. Auf der anderen Seite ist natürlich das Commitment nicht so hoch. Ja, das muss man immer abwägen dann. Was meine ich mit Commitment, wenn jetzt du sagst, okay, wir machen jetzt den ersten Workshop und der ist meinetwegen auch nur einen halben Tag und kostet meinetwegen auch nur ein paar tausend Euro. Ja? Dann so als Einstieg, so als sagen wir mal, Analyse-Workshop oder sowas zum Beispiel oder Potenzial-Analyse-Workshop oder Ist-Situation.
Workshop, ne, wo man einfach nur die aktuelle Ist-Situation unter die Lupe nimmt bei dem Interessenten zu dem Zeitpunkt. Und dann ist natürlich auch das Commitment des Interessenten und des Kunden viel, viel höher. Das heißt, er musste jetzt für diesen Workshop, muss jetzt da, auch wenn es nur eine kleine Summe ist, was bezahlen. Und deswegen sind es vielleicht ja nicht so viele Interessenten oder Kunden, die darauf eingehen, aber die darauf eingehen, die meinen den Zeit dann auch wirklich ernst sozusagen. Also die wollen auch wirklich, die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann weitere Schritte gehen, ist ja viel höher, weil sie ja bereits was investiert haben. Und dass sie sich sozusagen während des Workshops da auch ins Zeug legen, ist natürlich auch viel höher, weil ich bin natürlich viel mehr motiviert in einem Workshop, wo ich was investiert habe, geldmäßig, als wie in einem Workshop, den ich jetzt einfach kostenlos mich bedienen darf sozusagen. Und das kennen wir ja alle, wenn wir zum Beispiel kostenlose, in Anführungsstriche, Webinare, nichts ist wirklich kostenlos, denn in einem kostenlosen Webinar muss ich auch was investieren, nämlich meine Zeit. Aber wenn wir uns in kostenlose sogenannte Webinare anmelden, und da ist natürlich dann auch meistens eine sehr hohe No-Show-Rate, also teilweise wirklich sehr abhängig vom Einzelfall, aber in manchen Webinaren hat man schon ziemlich, also definitiv eine zweistellige Prozentzahl, wo No-Shows sind. Weil man einfach sagt, na, ich melde mich einfach mal in 10 verschiedenen Workshops an, na, die sind ja alle kostenlos. Und dann nehme ich halt nur ein Drittel davon teil. Schauen wir mal, was dann passiert. Ich sage jetzt nicht, du solltest irgendwie kostenpflichtige Webinare machen, aber ich sage nur, bei Workshops ist es halt so, das ist ja halt schon ein 1:1 Coaching. Der Grund, warum das bei Webinaren gerechtfertigt ist oder auch warum man das einfach bei Webinaren, sagen wir mal, hinnehmen kann, dass man teilweise eine No-Show-Rate hat von 10, 20, 30%, ist ja, weil ich ja quasi ein One-to-Many-Verhältnis habe. Das heißt, ich stecke eine Stunde Arbeit in ein Webinar, wahrscheinlich wesentlich mehr als Vorbereitung und Nachbereitung, aber jetzt sagen wir mal aktive Zeit in ein Webinar, sagen wir 1, 2 Tage Vor- und Nachbereitung. Und dann habe ich dort quasi, ich als eine Person spreche dann theoretisch zu 100 verschiedenen Firmen oder Interessenten. Und wenn jetzt davon 20 No-Show machen, dann ist es okay, dann habe ich immer noch 80 und so weiter. Aber in so einem Workshop ist es ja quasi nicht mehr One-to-Many, sondern es ist ja One-to-One. Und deswegen sollte sich halt jeder überlegen, okay, wie genau ist die Strategie? Biete ich dort grundsätzlich kostenlose Workshops an oder halt nur in Einzelfällen und so weiter. Ja, das soll es mal gewesen sein zur Ergänzung zu dem Video. Und dann wünsche ich noch eine schöne Zeit und Daumen hoch, ja, wenn das Video ein bisschen weitergeholfen hat, wenn ihr das die Frage beantwortet hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, dein Thomas Klein, schau mal rein und happy hunting. Bye bye.